die Bilanzpressekonferenz ist vorbei und der öffentliche Personennahverkehr, für den sie in Wuppertal zuständig ist, hat 2019 nicht so gut abgeschnitten. Woran lag das dann? Also wesentlicher Grund war der Schwebebahnunfall. 2018? Ja, und der ist ja bis 2019 dann gegangen, bis wir alles wieder repariert hatten und dann wieder losfahren konnten, war eigentlich drei Viertel des Jahres rum. Und davon haben wir uns nie mehr erholt. Das kostet natürlich einfach Kunden. Das ist das eine. Viele sind auf den Bus umgestiegen, aber eben nicht alle. Die ganzen Tagestouristen fehlen natürlich. Das merken wir in den Fahrgastzahlen. Und wir haben natürlich auch höhere Kosten und Aufwendungen gehabt. Einmal, um diesen Unfall zu beseitigen, die Folgen zu beseitigen. Da musste viel Geld in die Hand genommen werden. Und das Thema Schienenersatzverkehr mit Bussen statt Schwebebahnen kostet natürlich auch Geld. Diesel, der nicht eingeplant war, Busse, die nicht eingeplant waren, bis wir sie verkaufen wollten, sodass insgesamt ein schlechteres Ergebnis rauskommt, als wir es geplant hatten und auch als in der Vergangenheit, mit dem man aber angesichts der Umstände doch auch zufrieden sein kann, weil es hätte auch schlimmer kommen können. Nun sind wir mittlerweile im Jahr 2020. Die Corona-Krise hat auch den öffentlichen Personennahverkehr betroffen. Aber dennoch bleiben wir mal bei der Schwebebahn. Das scheint ja wohl alles nicht so richtig zu klappen. Da sind die Räder nicht in Ordnung. Da gibt es ein Gutachten über die Drehgestelle. Man weiß nicht, wie lange die halten. Wo soll das eigentlich hinführen? Also das mit den Drehgestellen ist mittlerweile ausgeräumt. Das wurde stark relativiert, dieses Gutachten. Das erste Gutachten hat ja lediglich festgestellt, dass es nicht das Material ist, was wir ursprünglich angenommen hatten, was es ist. Das sind jetzt wirklich kleine Unterschiede in dem Metall, weil da andere Materialien noch drin gefunden worden sind, die da eigentlich nicht drin sind. Da wissen wir mittlerweile, die halten so lange, wie wir es angenommen haben. Also da kommen wir mit 40 Jahren gut hin. Es gibt kein Risiko. Was man aber insgesamt feststellen muss, ist, dass das System jetzt durch diese 40 km/h und durch andere Sachen ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Und wir haben gerade große Probleme mit den Rädern und es scheint so zu sein, dass wir jetzt einfach durch so eine Erfahrungskurve durchgehen müssen, die leider sehr, sehr schmerzlich auch für die Fahrgäste ist, weil wir jetzt wiederum den Fahrplan reduzieren mussten. Wir fahren jetzt aktuell 3,5 statt 4,5 Minuten, weil wir bei einzelnen Schwebebahnen so kaputte Räder haben, dass wir damit nicht mehr fahren können, weil die unglaublich laut sind und unglaublich rattern und rappeln. Und auch das wird jetzt wieder ein Projekt geben, wo wir versuchen, das Rad zu optimieren und das Radschienensystem auf das neue Fahrzeug anzupassen. So Themen haben wir leider immer wieder und es wird auch ein bisschen dauern, bis wir die alle aus dem Weg geräumt haben. Und woran liegt das Radproblem? Jetzt einfach mal ganz platt gefragt. Ich meine, ob die Schwebebahn 40 oder 60 fährt, ist da ein großer Unterschied? Ja, der Unterschied, um das auch mal genauso platt und einfach zu erklären, normalerweise legt sich die Schwebebahn in die Kurve und schwankt ja sehr stark. Und dann schwankt die eben von links nach rechts und das führt dazu, dass die Räder einigermaßen gleichmäßig abgenutzt werden. Mhm. Und dieses Schwanken findet jetzt nicht mehr statt. Das heißt, die Schwebebahn hängt relativ starr. Und dann meistens in einer gewissen Lage, weil sie vom Grundgewicht her eben so eingestellt ist, dass sie diese Lage hat. Und das führt dazu, dass wir die Räder einseitig abfahren und das Material in dem Flankenprofil auf die eine Richtung gedrückt wird. Und durch die runde Bewegung das eben auch nicht gleichmäßig passiert, sondern noch mit so einem leichten Versatz. Das heißt, du hast sowohl einen Materialaufwurf und auch noch ein S in dem Radprofil und das führt zu einem enormen Rattern und Rappeln und zu einer enormen Unwucht in den Rädern und das führt dann dazu, dass wir die Bahn tatsächlich stilllegen müssen. Gibt es dann schon Ideen, wie man das Problem lösen kann? Es gibt zwei Ansätze. Das eine ist, wir werden das Profil verändern. Wir werden innerhalb der Toleranzen, die wir in dem Rad haben, die Räder anders abdrehen, sodass wir da eine Weitung bekommen im inneren Teil des Rades. Das sieht mit bloßem Auge keiner, aber das wird helfen, dass wir da eine andere Laufeigenschaft bekommen. Das zweite ist, dass wir uns mit dem Rad nochmal grundsätzlich beschäftigen und auch nochmal gucken, haben wir eigentlich das richtige Material oder ist nicht eine andere Materialzusammensetzung das besser geeignete für unsere Situation.
Nun kann man ja sagen, es gab immer wieder Probleme mit der Schwebebahn. Das heißt, es fehlen ja auch noch zwei. Vor gut einem Jahr habe ich Sie schon mal gefragt. Da haben Sie gesagt, ach, kann sich nur ein paar Wochen handeln. Wo liegt denn da das Problem, dass die 30 und 31 nicht kommen? Also das sind ganz operative Probleme beim Hersteller. Jetzt kommt noch Corona dazu. Wir hatten einen Engpass bei den ein oder anderen Teilen, sodass die Bahnen nicht fertiggestellt werden konnten. Die Bahn 30 wird jetzt aber tatsächlich in den nächsten zwei, drei Wochen nach Wuppertal kommen. Da müssen wir jetzt nochmal schauen, wie das Corona-mäßig funktioniert. Bei der Bahn 31 kann ich es noch nicht ganz genau sagen, weil da gibt es noch ein paar Sachen, die dann noch verändert werden sollen und müssen. Und wo auch noch eine Diskussion zwischen Valencia, wo die Bahnen montiert werden, zwischen Kiepe und uns stattfindet, in welcher Art und Weise diese Bahn dann hierher geliefert wird. Für uns, wenn ich es noch ergänzen darf, ist es betrieblich aber gar kein Problem, weil wir 21 Bahnen brauchen, um den jetzigen Fahrplan zu fahren. Das wird dann ein Problem, wenn wir den 2-Minuten-Takt fahren. Und der wiederum hängt an den 60 km/h. Und das ist ja ein Projekt, was sich auch noch über Jahre wahrscheinlich hinziehen wird. Warum zieht sich eigentlich diese 60 km pro Stunde über Jahre hin? Also da fehlt mir irgendwo das Verständnis. Das ist ja nun schon sehr lange, dieser Zeitraum, wo 40 gefahren wird, zwischendurch sogar mal 30. Wo liegt das Problem? Liegt das auch an den Drehgestellen? Also das Problem liegt hauptsächlich an den Drehgestellen. Und das Problem, dass wir mit dem Drehgestell ans Gerüst angestoßen sind, ist ein sehr spezifisches, was durch die Dynamik im Rad entsteht. Und durch diese Dynamik haben wir eine Situation, dass das Rad quasi wandert, ich sag's mal so untechnisch, und durch dieses Wandern verändert sich oben die Geometrie und dadurch sind wir eben angestoßen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir dieser dynamischen Situation eigentlich Herr werden? Und das bedingt zum einen, dass wir uns mit dem Aufbau des Drehgestells nochmal beschäftigen, also jetzt nicht grundsätzlich das Drehgestell in Frage stellen, sondern die Frage ist, wo sind welche Anbauteile und wie kann ich die eigentlich zurückbauen? Das dauert, aber wir müssen auch die Dynamik verstehen, die da oben passiert, und stellen uns die Frage, wie kann ich eigentlich so ein Aufschaukeln und so eine negative Situation, dass wir anstoßen, wie kann ich die eigentlich grundsätzlich verhindern? Und das in einer Situation, wo wir eben als Betreiber mit am Tisch sitzen, wo der Hersteller mit am Tisch sitzt, aber auch das Ingenieurbüro des Herstellers mit am Tisch sitzt, das ist dann auch kaufmännisch im Hintergrund nicht ganz einfach. Und sowohl technisch als auch kaufmännisch führt das zu diesem langen Zeitraum, den wir brauchen, um diese Frage endgültig zu klären. Ich habe es eben bereits schon mal gesagt, wir sind jetzt in der Corona-Krise. Keiner weiß eigentlich, wie lange das Ganze noch dauert. Vorhin in der Pressekonferenz haben Sie das schon mal ein bisschen angedeutet. Momentan sind ja die Busse mit Plastiktüren ausgestattet. Das soll sich in Zukunft ändern. Das wird sich ändern. Wir sind relativ früh hier auf eine Wuppertaler Firma zugegangen, die Firma Kleff, die der ein oder andere gerade bei Ihrem Format wird die Firma kennen. Die machen sehr, sehr viel Scheiben für den ÖPNV. Und wir haben mit denen von Anfang an überlegt, wie wir eine dauerhafte Lösung für den Fahrerarbeitsplatz finden. Das heißt, ein dauerhafter Einbau einer Scheibe und eine Einhausung der Fahrerinnen und Fahrer, dass die also wirklich von einer Tröpfcheninfektion geschützt sind. Wir haben das jetzt ja nicht nur mit Corona, sondern wir haben auch immer wieder Grippewellen. Wir hatten SARS, wir hatten Schweinepest. Und wir haben gesagt, gut, also bevor wir jetzt da auch irgendeine Plastiktüte hinhängen, gucken wir mal, dass wir eine dauerhafte Lösung finden. Und wir haben jetzt für alle unsere Fahrzeugtypen eine Lösung gefunden. Die wird jetzt produziert. Das ist dann im Detail dann auch nicht so leicht. Und wir hoffen, dass wir diese oder nächste Woche anfangen können, die ersten Busse damit umzubauen und auszustatten. Und dann haben wir da eine Lösung, die dann wieder den Vordereinstieg ermöglicht, aber auch den Fahrerverkauf vorne wieder ermöglicht. Und das ist, glaube ich, für die Kunden gut, aber natürlich auch für uns, für die Umsätze sehr gut. Das heißt, um das jetzt nochmal zu relativieren, die Plastiktür kommt weg und der Fahrer wird quasi mehr oder weniger zugebaut, sodass er quasi, wie soll ich das sagen, in so einem Häuschen sitzt oder so. Das ist eine schöne Beschreibung, der kriegt so eine Art Fahrerhäuschen. natürlich muss er unten noch irgendwie Geld annehmen und Fahrscheine ausgeben können und sowas. Und man kann auch mit dem Fahrer sprechen, also wird das nicht ganz eingemauert. Und dann kommt diese Plastiktür weg. Aber dann hat der Fahrer eine Situation, dass er einen Arbeitsplatz hat, der ihn auch vor sowas einfach schützt. Und das werden wir jetzt künftig bei allen Bussen so machen. Wir werden jetzt also immer den Fahrer einhausen, also dass er wirklich so eine Glasscheibe noch zusätzlich bekommt und dann auch da ein bisschen geschützter einfach ist an seinem Arbeitsplatz. Hm.
Kommen wir noch mal zu den Zahlen bei Corona. Also mir ist aufgefallen, ich habe ja auch während der Corona-Zeit ein bisschen gedreht in Wuppertal. Was mir aufgefallen ist, dass die Schwebebahn, als sie wieder fuhr, relativ voll war und die Busse so gut wie leer. Das ist eine richtige Beobachtung. Die Schwebebahn ist tendenziell voller als die Busse. Was einfach daran liegt, dass sie natürlich, wenn sie jetzt durchs Tal fahren wollen in Wuppertal, es einfach keine bessere Verbindung gibt als die Schwebebahn. Die waren besser ausgelastet, immer so, ich würde mal schätzen, 5 bis 10 Prozentpunkte besser als die Busse. Bei den Bussen merken wir viel extremer, dass die Leute die Wege auch verhindern. Wenn sie also irgendwo auf den Höhen wohnen, dann überlegen sie sich jetzt zu Corona-Zeiten 5-mal, ob sie es in die Stadt fahren, um mal schnell irgendwas zu besorgen. Das machen die Leute im Zweifel dann lieber auf dem Fußweg und vermeiden die Busse. Bei der Schwebebahn gibt es noch genügend Leute, die auch aus beruflichen Gründen zum Hauptbahnhof müssen oder was anderes, die einfach auf das Verkehrsmittel Schwebebahn angewiesen sind und da ist der Rückgang geringer. Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Keiner weiß, wie lange die Corona-Krise dauert. Wie sehen Sie dann die Entwicklung der Fahrgastzahlen? Einerseits will ja die Bundesrepublik, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2,3 Milliarden für den öffentlichen Personennahverkehr. Jetzt haben aber einige Verbände in der vergangenen Woche an den Ministerpräsidenten Armin Laschet einen Brief geschrieben, einen sogenannten Brandbrief, und fordern mehr Geld. Wie wirkt sich dann dieser Fahrgastrückgang insgesamt auf Sie aus? Also es sind ja zwei Sachen, die Sie ansprechen. Das eine ist, es gibt diese 2,5 Milliarden der Bundesregierung als Soforthilfe für den ÖPNV. Dazu gehören also wir als Stadtwerke, alle Omnibusbetriebe, aber auch der ganze SPNV, also sämtliche Züge, die im Nahverkehr unterwegs sind. Und die Verabredung zwischen Bund und den Ländern war, dass die Länder das entsprechend aufstocken. Und das ist der Inhalt auch des Briefes. Also dass man da jetzt sehr rasch von der Landesregierung eine Entscheidung erbittet, und dann auch einfach Planungssicherheit hat, um zu wissen, wie wir mit den Einnahmenverlusten für dieses Jahr umgehen können und umgehen müssen. Weil ansonsten müssen wir überlegen, wie wir das anders kompensieren. Und dann bin ich sehr schnell bei Fahrplaneinschränkungen, was sich im Moment aber keiner so wirklich vorstellen möchte. So, das ist das eine Thema. Da hoffe ich, dass wir diese Woche sehr schnell eine Entscheidung bekommen oder zumindest ein klares Signal von der Landesregierung, damit wir wissen, wie es weitergehen kann. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, ist, wie geht es denn langfristig weiter mit den Fahrgästen? Ja. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, weil da haben wir jetzt zwei Effekte, die sich überlagern. Das eine ist das Thema Verkehrswende, wo wir vor Corona sehr gut unterwegs waren als Branche, wo wir merken, dass wirklich Fahrgäste zusätzlich gekommen sind, dass der ÖPNV attraktiver wurde, besser wahrgenommen wurde. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt nach Corona oder während Corona merken wir, dass die Menschen ihr Verhalten verändern, dass wir auch die Rahmenbedingungen verändern, dass plötzlich sowas wie Homeoffice, zu Hause arbeiten, nicht nur für die Krise funktioniert, sondern dass viele Unternehmen uns sagen, sie diskutieren jetzt und machen Projekte, wie das dauerhaft weitergehen kann. Und da müssen wir als Branche schon hingucken, wie verändert das bei uns die Nachfrage. Wie viel mehr Fahrrad werden die Menschen künftig fahren? Wie viel mehr Fußwege werden sie machen? Wie ist das Verhältnis Auto zu ÖPNV, also der sogenannte Modal Split? Und das werden wir als Branche sehr genau beobachten und dann auch überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Das heißt, um der Sache einen Abschluss zu geben, die Zukunft ist ungewiss. Die Zukunft ist im Moment ungewiss. Ich glaube aber, dass der große Trend hin zur umweltfreundlichen Mobilität maximal eine Pause machen wird. Die Frage wird sein, die nächsten 2-3 Jahre, wie wird es da weitergehen? Ich glaube, dass es dauerhaft keine Alternative zu mehr ÖPNV geben kann. Wenn Sie sich die Situation in den Städten heute schon angucken, dann wollen wir uns, glaube ich, alle nicht vorstellen, dass da künftig 10%, 15%, 20% mehr Autos unterwegs sind. Das heißt, der Umweltverbund aus Fußgängern, aus Fahrrad und aus ÖPNV wird auch künftig eine große, große Rolle spielen. Da wird der ÖPNV auch seinen Platz finden und wird eine wesentliche Rolle spielen, gerade in den Ballungszentren, aber auch in der Großstadt wie Wuppertal. Nur die nächsten Jahre werden einfach schwierig werden. Dauerhaft, glaube ich, wird der ÖPNV dringend gebraucht, um eine vernünftige Lebenssituation in den Städten herzustellen.
zum Abschluss, alle reden über die Umwelt. Die Wuppertaler Stadtwerke haben Wasserstoffbusse, die aber im Moment nicht fahren. Ja, aber die werden diese Woche fahren. Also wir werden jetzt diese Woche Freitag oder Samstag den Betrieb aufnehmen. Wir haben ja die Tankstelle gebaut an der Müllverbrennung und produzieren da grünen Wasserstoff. Wir haben die 10 Busse jetzt hier vor Ort. Betanken klappt schon, das haben wir jetzt die letzten Tage schon geübt. Da gibt es jetzt noch ein paar Abstimmungsprobleme, weil, ich sage es auch mal wieder untechnisch, die Tankstelle nicht richtig mit dem Bus spricht. Da gibt es dann so kleinere Ventile und Software-Sachen, die noch angepasst werden müssen. Aber die Tanken geht, die Wasserstoffproduktion geht. Und wir werden jetzt dann diese Woche, Ende der Woche anfangen, die Busse im Linienverkehr einzusetzen. Und sind da sehr stolz drauf, dass wir vor allem so schnell sind. Und dass wir, glaube ich, auch auf das richtige Pferd gesetzt haben. Wir haben hier in Wuppertal von Anfang an gesagt, bei unserer Topografie ist batterieelektrisch extrem aufwendig und schwer. Sie brauchen sehr, sehr viel Batterien. Sie müssen sehr, sehr oft nachladen, weil wir viel ja den Berg hochfahren müssen. Und haben deshalb von vornherein auch Wasserstoff gesetzt. Und es freut mich, dass es jetzt bei der neuen nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung quasi auch anerkannt wird, dass wir für die Nutzfahrzeuge mit batterieelektrischen Antrieben nur in einigen wenigen Situationen klarkommen, sondern dass wir was brauchen mit vernünftigen Reichweiten. Und das heißt Wasserstoff. Und ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs hier in Wuppertal. Sie haben jetzt 10 Busse im Moment, 10 weitere sind bestellt. Was wirklich fehlt, sind Gelenkbusse. Aber da gibt es, soweit ich weiß, keinen Hersteller, der im Moment diese Busse baut. Im Moment nicht, aber da ist sehr viel Dynamik im Markt. Gelenkbusse werden nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr verfügbar sein, was uns die Hersteller sagen. Und dann sind wir auch in der Situation, dass wir dann über weitere Investitionen in dem Bereich nachdenken werden und müssen. Wir haben ja auch diese europäische Vorgabe der Clean Vehicle Directive. Damit müssen wir uns natürlich auch beschäftigen. Aber wir brauchen dringend Gelenkbusse, weil das ist bei unserer Fahrgastnachfrage einfach der Bus, den wir brauchen, um die Leute von A nach B zu bringen.